Die Anfangsphase dominiert, in den Schlussminuten eiskalt. Der FC Bayern gewinnt erst in der Nachspielzeit in Freiburg und sichert sich so glückliche und vor allem ganz wichtige 3 Punkte im Titelrennen. Ein Spiel mit Höhen und Tiefen und zum Schluss dann, klar, der Höhepunkt mit dem Sieg. Ich muss einfach sagen, die erste, so wie wir angefangen haben, ist einfach klasse. Ja, wir haben den Gegner direkt unter Druck gesetzt, wir haben versucht, auch Torchancen zu kreieren, haben wir gemacht, haben leider verpasst oder versäumt, das eine oder andere Tor zu erzielen. Erste 10, 12 Minuten hast du gedacht, sie knallen uns aus dem Stadion. Aber ich habe gewusst, dass sie so kommen. Es war klar, dass sie uns nicht unterschätzen. Gegenpressing, voll drauf, es war in der Aufstellung schon klar, ich habe es die ganze Woche gewusst. Und dass wir dann in der Lage waren, uns immer wieder zu befreien und dann so viele eigene Torchancen zu haben. Natürlich kann es 2-0 stehen, nach 10 Minuten auch schon, aber wenn so viele eigene Torchancen habe, hätte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nach der ersten 10 Minuten so nicht für möglich gehalten. Und jeder, der sagen würde, hätte es für möglich gehalten, ich glaube, der lügt ein bisschen. Letztendlich muss ich sagen, großes Kompliment an meine Mannschaft, dass sie ja einfach sich dagegen gestemmt hat, weil man merkt schon jetzt auch, dass die Körner so ein bisschen ausgehen, weil wir haben viele Spiele, die wir gemacht haben, die wir in den Beinen hatten oder haben. Und einfach auch die Personaldecke ist nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben nichts. Wir haben in Berlin gegen eine extrem tiefstehende Mannschaft 1-0 verloren. Heute haben wir 3-1 verloren in der 90. Minute. Spielen wir in Schalke. Die Hinter haben gewonnen. Einige. Nicht anfangen Träume. Schöner Abend gewesen. Morgen ist Donnerstag. Am Samstag ist Spiel in Schalke. Ich habe keinen Bock, in die Weihnachten zu gehen und in Schalke verliere. Deshalb heißt es für uns, das Spiel wegmachen, positive mitnehmen von den Köpfen her, schauen, ob wir es kräftemäßig hinkriegen und dann alles tun in Schalke, dass wir uns den Punkt mindestens zurückholen, den wir heute leider liegen gelassen haben, weil wir zu viele Torchancen vergeben haben. War letztendlich dann, wenn man so will, bisschen glücklich, ja, einfach ein bisschen glücklich, aber wir nehmen das gerne mit, weil wir natürlich auch einige Spiele hatten, wo wir einfach auch mehr Torchancen haben, wo wir den Sieg verdient gehabt hätten und dann als Verlierer vom Platz gegangen sind. Deswegen Kompliment an Freiburg, also wirklich eine tolle Leistung, finde ich auch, gerade wie sie zurückgekommen ist und wie sie uns unter Problem gestellt hat, war hervorragend. Unglaublich, wie sie es geschafft habe gegen eine Mannschaft, die zu 100% motiviert war, Bayern. Da war nicht 99%, es war auch 100% so dagegen gezahlt. Das ist außergewöhnlich gewesen, fand ich. Aber Punkte haben wir keine. Hansi, wünsche alles Gute und kann ihm nur gratulieren, wie die Mannschaft von Bayern wieder im Vollgas auf dem Platz steht und alles tut. Es ist extrem schwer zu spielen. Ich bin selber am Spielvertrag gestanden, ich bin selber kaum hinterherkommen mit dem Schauen. Aber bei uns, bei meinen dann auch nicht mehr. Und das ist sehr erfreulich. Dankeschön. Für die Breisgauer ein bitterer Abend. Man stand nur wenige Sekunden vor einem Punktgewinn gegen den Rekordmeister. Platz 6 und 25 Punkte sind nach dem 1-3 gegen die Bayern dennoch eine starke Zwischenbilanz.